Ja, wenn ich im Zuge diverser Verschwörungsmythen-Themen, mit denen ich mich so beschäftige, dann mal auf die Flacherdler komme, dann schlagen mir eigentlich immer zwei Aussagen oder zwei Fragen entgegen. Nämlich zum einen, das ist doch alles Satire, das glaubt doch keiner wirklich. Und das andere ist so, naja, das ist aber doch kein Verschwörungsglaube. Das ist, wo ist denn da die Verschwörung? Da gehört ja, also ob die Erde jetzt rund oder flach ist, hat ja erstmal nichts mit Verschwörung zu tun. Und wenn man sich so ein bisschen die Welt der Leute anguckt, die das verbreiten, dann sieht man, glaube ich, relativ deutlich, was das Ganze mit Verschwörung zu tun hat. Und dann wird auch relativ schnell klar, dass das zumindest nicht alles Satire ist, was da kursiert. Einer der vielleicht bekannteste Flacherdler in letzter Zeit war aber tatsächlich jemand, bei dem nicht so ganz klar ist, ob er daran geglaubt hat. Das war nämlich Mad Mike Hughes. Mike Hughes ist im Frühjahr diesen Jahres mit einer seiner selbst gebastelten Raketen abgestürzt, mit denen er so hoch fliegen wollte, dass er sehen kann, ob der Horizont dann tatsächlich irgendwann krumm wird. Das war so seine Vorstellung, dass ist also mit diesen selbst gebastelten Raketen in Nevada auf einem Salzsee gestartet und ja, in 2014 hat er es auf 400 Meter geschafft, 2018 auf fast 600 Meter und 2020 hat er es dann nicht überlebt. Wobei sein Pressesprecher nach seinem Tod gesagt hat, dass er selber eigentlich gar kein Flacherdler war, sondern dass für ihn war das mit der flachen Erde halt ein Aufhänger, um Leute zu finden, die ihm seine Raketenleidenschaft finanzieren. Also man kann ihn nicht mehr fragen, aber also der galt immer so als der Flacherdler überhaupt und der verrückte Flacherdler und wahrscheinlich war er das gar nicht. Also, aber wenn man dann in Facebook so ein bisschen guckt, findet man tatsächlich Sachen, die sind dann schon so schräg, dass man denkt, okay, das könnte jetzt tatsächlich Satire sein, wenn sich Leute darüber auslassen, dass man auf der Südseite der Erde halt irgendwie auf dem Kopf stehen müsste oder sowas. Dann, ja, das stammt jetzt aus der Gruppe Flache Erde versus Globeheads, die irgendwie, ich glaube, 6000 Mitglieder, oder nicht Seite, von der Facebook-Seite Flache Erde versus Globeheads, die hat so 6000 Fans etwa. Da werden sicherlich einige Leute davon Fans sein, weil sie das einfach nur witzig finden. Aber wenn man die Diskussionen mal so ein bisschen verfolgt, dann stellt man relativ schnell fest, wenn man da so reinsticht, wird man ziemlich aggressiv angegangen. Und ja, da gibt es Leute, die sind da sehr, sehr überzeugt davon. Und Globeheads ist also, wie die Flacherdler Leute wie mich bezeichnen, die tatsächlich glauben, dass die Erde eine Kugel ist. Und Globeheads oder die etwas abwertende Version dann Globetard nach dem englischen Retard, also jemand, der geistig zurückgeblieben ist. Was in der Szene jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, ist, dass da auch hochinteressante Frauenbilder darin kursieren. Hier geht es also eigentlich um die Frage, dass Gewässer ja irgendwie immer ein Ufer und einen Einschluss brauchen, damit das Wasser irgendwie einen konstanten Pegel irgendwie haben kann. Und ja klar, also wer kennt sich mit Töpfen und Eimern aus? Natürlich die Frauen. Also wenn deine Frau weiß, dass große Mengen Wasser ein Randbehältnis benötigen, dann und das wird dann auch schön grafisch umgesetzt. Also die Flacherdler wissen natürlich, dass Wasser in einem Gefäß konstant eine flache Oberfläche hat und dass die flache Oberfläche nicht vom Boden beeinflusst wird und dass es ausläuft, wenn man es umkippt. Und die Kugelerdler, die glauben tatsächlich, dass das Wasser eben auch unten auf der Erde trotzdem an der Erde dran haftet. Das kann ja eigentlich nicht sein. Was ist jetzt der Rand dieses Behältnisses, dass das Wasser nicht ausläuft an der Seite? Das ist halt die Eismauer der Antarktis und da gibt es halt hier eine ganze Anzahl von Videos auf Flache-Erde-Kanälen, die jetzt Bilder zeigen von dieser Schelfeiskante, typischerweise vor Königin Maudland oder vor dem Weddell-Meer, wo sich also so dieses antarktische Gletschereis so auf einer großen Breite rausschiebt. An anderen Stellen der Antarktis hat man tatsächlich eine ganz normale Felsenküste. Also. Aber das sieht natürlich schon sehr beeindruckend aus mit dieser senkrechten Abbruchkante da. Setzt natürlich voraus, dass das sozusagen die ganze Erde umgibt, diese Mauer. Das heißt, es dürfte demnach eigentlich nicht möglich sein oder zumindest eine extrem lange Strecke erfordern, mit einem Schiff einmal um die Antarktis rundherum zu fahren, was man als Kreuzfahrt ja tatsächlich machen kann. Also, es dauert nicht ganz so lang. Aber gut, nicht alles, was uns heute begegnen wird, ist wahnsinnig sinnvoll. Das glauben die aber von uns auch und die glauben unter anderem, dass wir nur überzeugt sind, dass die Erde eine Kugel ist, weil uns das in der Kindheit eingetrichtert wurde.
Und da gibt es also jede Menge Memes dazu, wie blöd doch die Kugelerdler sind, weil sie halt alles glauben, was ihnen als Kind erzählt worden ist. Manchmal glauben die Leute allerdings auch dann Dinge, die noch ein bisschen seltsamer sind. Also beispielsweise auf der Facebook-Seite Flache Erde wird also dieses Video verlinkt, wo jemand endlich beweist, dass die Erde flach ist und also mit so einem Poster, die Erde ist flach, sich in der Schweiz auf einen Aussichtspunkt stellt und dann den Leuten überall erzählt, guck doch mal, der Horizont ist doch total gerade und ich habe hier auch ein Lineal dabei und kannst du sehen, dass der Horizont gerade ist, die Erde muss eine Scheibe sein. Was den Betreibern dieser Seite, die das verlinkt haben, offensichtlich nicht aufgefallen ist, ist, der Mensch, der da rumläuft, ist Cedric Schild, genannt Super Ceddy, und der ist so ein bisschen der einzige Grund, warum Leute das Schweizer Jugendmagazin Izzy gucken. Hat unter anderem 2018 den Swiss Comedy Award gewonnen und in Deutschland war Super Ceddy total unbekannt bis vor ein paar Wochen, als er auf einer Corona-Demo die Leute dazu gebracht hat, Masken aufzusetzen, weil er gesagt hat, wenn ihr die Masken aufsetzt, dann sieht die Polizei euer Gesicht nicht und dann kann euch die Staatsgewalt nicht erfassen, wer hier ist. Das war so das, wo er in Deutschland auch mal bekannt geworden ist. Das ordnet ihn halt auch so ein bisschen ein und macht es für meine Begriffe noch ein bisschen witziger, dass er auf dieser Flacherdler-Seite halt verlinkt ist. Und mit den Masken sind wir auch gleich bei einem anderen Thema, nämlich wenn man sich diese Flacherdler-Seiten anguckt, was die in diesem Jahr verbreitet haben, dann wird da im Wesentlichen sowas verbreitet, also gerade auf flache Erde, also flache Erde versus Globehearts, die haben doch ein bisschen von den flache Erde-Themen, die andere Seite ist vollkommen umgekippt, die haben eigentlich nur noch Covid-19 als Thema und natürlich immer mit dem Kontext, wir werden belogen. Und ich muss sagen, also ich habe diesen Screenshot habe ich selber dann auf Facebook geteilt, weil ich es einfach zu schön fand, dass man also sich das gleich richtig eingeordnet hat, dass die ohne Masken, das sind die glauben, dass die Erde flach ist. Tatsächlich kursiert da alles an Verschwörungsdenken, was es so gibt. Und also letztlich ist sozusagen der Glaube, dass die Erde flach ist im Rahmen des Verschwörungsdenkens, sodass, also dann glaubt man alles andere auch. Also die Mondlandung ist falsch, der 11. September war inszeniert und selbstverständlich ist Covid-19 existiert auch nicht. Und also Evolution ist natürlich auch eine Verschwörung der Freimaurer. Das läuft da so alles ineinander. Und dann kann man auch das noch steigern. Also ich hatte ja vor 2 Wochen meinen ersten Vortrag hier, der war über 5G und Verschwörungsdenken, was sich um 5G rankt. Und auch das findet man also jetzt auf der Seite Flache Erde. Oder hier kann man also wunderschön mal Corona, hat 6 Buchstaben. Und wenn man die Zahl des Buchstaben im Alphabet nimmt und das zusammen addiert, hat man 66. Und dann kommt da halt 666 raus nach der Offenbarung des Johannes halt die Zahl des Teufels. Und hier gibt es auch noch Certificate of Vaccination, ID ist kurz Covid, das ist doch auch kein Zufall, es geht doch nur darum, dass wir alle geimpft werden. Und um den Bezug zu meinem Vortrag von letzter Woche über QAnon und die Amerika-basierte Verschwörungsgeschichte, dass wir also alle, ja, dass es diese weltweite Verschwörung von pädophilen Satanisten gibt, die ganze Welt kontrolliert und alle Politiker kontrolliert, außer Donald Trump. Auch da finden sich so Anklänge, zumindest klingt es so durch, mit so Aussagen wie, die Leute, die an den Globus glauben, sind alle pro Pädo. Also das ist so, ja, und pro Diktatur. Also das ist, da merkt man dann schon, dass das alles, es findet sich alles drin wieder. Und das ist jetzt einer der YouTuber, die in dem Bereich sehr stark aktiv sind, der Mann vom Stamme der Ostfriesen. Und allein diese Bezeichnung, wenn man sich ein bisschen mit der Verschwörungsszene beschäftigt, wenn man sich irgendwie Mann vom Stamme so und so nennt, dann ist eigentlich relativ typisch für Reichsbürger. Er ist aber im Wesentlichen im Flacherdlerbereich unterwegs und macht also solche Videos und hat dann da so Aussagen drin, wie bei allen Betrachtungen in diesem Video sollten Sie bedenken, dass die wirklichen Herrscher der Erde natürlich genau wissen, dass alle Daten immer von einer flachen Erde stammen und dass das dann in das Kugelerde-Weltbild eingebettet wird, um die Menschen in dem Kugelerde-Weltbild gefangen zu halten. Hier sieht man also auch, wie man sich die flache Erde schon so vorstellen kann. Der Nordpol in der Mitte und einen Südpol gibt es halt nicht, sondern vielmehr, das ist dann der Rand mit dem antarktischen Eisrand da außenrum. Und dreidimensional natürlich so, dass man hier diese Scheibe hat und dann das Firmament da oben drüber. Ich finde auch dieses Bild sehr schön, wie wir also in der Kugelerde gefangen gehalten werden. Man kann auch das noch steigern, dass jetzt auf der Seite Flache Erde versus Globehearts, die haben was übernommen von einer anderen Seite, die nennt sich NASA We Know.
die also immer irgendwie meinen, sie hätte die NASA bei irgendwas ertappt. Ich vermute mal, die haben tatsächlich mit Mondlandungsleugnung angefangen, machen inzwischen sehr viel flache Erde da drauf. Und da findet sich also hier dann so eine Zusammenstellung von Verschwörungsdenken mit dem Satz, der Zionismus wurde 1776 direkt vom freimaurerischen Jesuitenorden gegründet, der wiederum von der alten römischen Kaiserfamilie erschaffen wurde, die noch heute leben und herrschen. Also da finde ich, da ist also, wenn man sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, ist es so wirr. Der Zionismus 1776 und die Freimaurer sind Jesuiten oder die Jesuiten sind Freimaurer. Also es ist alles ganz, ganz wirr. Aber dass die römischen Kaiserfamilien noch herrschen, das war mir auch neu. Das habe ich tatsächlich, das Einzige davon, das ich tatsächlich noch nicht gehört habe. Manchmal ist das, was dahinter kommt, klingt erstmal ganz harmlos und dann kommen recht schräge Sachen danach. Und das ist beispielsweise bei Bobby Ray Simmons, bekannt unter dem Namen B.O.B. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn vorher nicht, bin auch jetzt kein großer Rap-Fan, aber der hat ein paar Grammys gewonnen, also ist jetzt nicht irgendwer. Und der postete also zum ersten Mal auf Twitter, ja, da hinten die Städte, die sind 16 Meilen auseinander, ich kann die Krümmung am Horizont nicht erkennen. Erklärt mir das bitte. Der wollte natürlich nicht wirklich eine Erklärung haben, aber er hat eine bekommen, nämlich von Neil deGrasse Tyson, der so einer der führenden Köpfe der amerikanischen Skeptiker-Szene inzwischen ist, Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist. Und deGrasse Tyson hat ihm halt einen langen Twitter-Feed geschickt, wo er ihm das erklärt hat, warum man da keine Krümmung am Horizont sehen kann, wenn man sich mehr oder weniger auf Meereshöhe befindet. Und davon hat sich also B.O.B. dann offensichtlich so angegriffen gefühlt, dass er dann ein Rap-Stück darüber geschrieben hat, wo er unter anderem Tyson angreift. Das muss ich jetzt mal kurz anspielen. You were the sixth victim, no team, you can sit on the bench with them, they nervous. But before you try to curve it, do your research on David Irving. Stalin was way worse than Hitler. That's why the POTUS gotta wear a kippah. I'm a man first for an artist. Get a lawyer, look up Dr. Richard Sarda. Bounce. Flatline. Fools for the last time. Flatline. Flatline. It's no superior bloodline. Also, ich muss sagen, ich bin echt kein Rap-Fan. Aber wenn ich so höre, das geht, spricht mich an. Also, es, wenn der Text nicht so scheiße wäre. Aber es ist halt tatsächlich, also es fängt noch relativ harmlos damit an, dass er Neil deGrasse Tyson vorwirft, bezahlt zu werden, dafür, dass er die Leute belügt, und geht dann damit weiter, dass er den Holocaust-Leugner David Irving empfiehlt und so Hitler verharmlost und behauptet, dass da die Juden ja alles kontrollieren, muss also der Präsident der Vereinigten Staaten eine Kippa tragen. Also das ist so, ja, also einmal so richtig in den Antisemitismus rein. Tyson hat es sportlich genommen, der hat witzigerweise, Tysons Neffe ist auch Rapper, und der hat dann zusammen mit seinem Neffen selber ein Stück aufgenommen, wo er dann B.O.B. veralbert hat. Also er hat es eigentlich entspannter aufgenommen, als der Typ das verdient gehabt hätte. Ja, die Frage ist natürlich immer, womit erklären die sich eigentlich diesen Verschwörungs... Also warum sollte uns eine Verschwörung vorspiegeln, dass die Erde eine Kugel ist, wenn die Erde wirklich eine Scheibe ist? Und auch dazu habe ich so ein paar Sachen gefunden. Also das meiste bleibt es relativ wolkig, weil die Verschwörung ist halt böse, deswegen macht die uns alles Mögliche vor. Aber hier ist mal relativ deutlich gesagt, warum würde jemand die Existenz eines geozentrischen Universums verschleiern? Die Mächte des Bösen können die ursprüngliche von Gott geschaffene Schöpfung nicht beherrschen, also müssen sie eine künstliche Wahrnehmung schaffen, um den wahren Gott aus der Gleichung zu entfernen und sich selber zu Gott werden zu lassen. Also Satan steuert dann alles. Und als Flacherdler weiß man es natürlich besser, und dazu habe ich jetzt noch ein schönes Video mitgebracht von Astrotoni. Astrotoni gehört zu den Flacherdlern, wo ich mal so die Vermutung habe, der hat vielleicht tatsächlich mehr Zuschauer, die ihn nicht ernst nehmen, als Zuschauer, die ihn ernst nehmen, aber er nimmt sich definitiv selbst ernst. Also das. Und Herren. Zunächst zeige ich euch erst einmal diese Aufnahmen eines sogenannten Sonnenuntergangs, die ich aus 700 Meter Höhe in einer Timelapse gefilmt habe. Perfekter flacher Erdebeweis. Diese Aufnahmen habe ich in 1100 Meter Höhe gemacht. Auch hier wunderschön zu sehen, dass die Sonne nicht untergeht, sondern verschwindet aus unserem Sichtfeld. Yeah.
Ja, Sie haben bestimmt jetzt auch alle gesehen, dass die Sonne hier nicht untergeht und dass es ein perfekter Beweis für die flache Erde ist. Aber darum geht es eigentlich. Es war für mich jetzt mal der Einstieg in das Video. Ich habe noch einen kleinen Schnipsel von einem Stück dahinter, weil der eigentliche Zweck dieses Videos ist ja zu zeigen, dass die flache Erde die Existenz Gottes beweist. Die meisten Flacherdler wissen, dass es einen Schöpfer geben muss. Da kommt man auch selbst drauf, wenn man seine Gehirnzellen anstrengt. Und wenn es keinen Gott gibt, warum verehren dann die Ratten Satan, Baphomet? Die geisteskranke Urknalllogik. Können sie sich sonst wohin schieben? Wow, schau mal, die Erde kann nur durch eine Aneinanderreihung von kosmischen Zufällen entstanden sein, sagte bisher niemals irgendjemand, genauso wenig wie der Urknall ist absolut logisch und physikalisch nachvollziehbar. Und hier sehen wir die Atheistenlogik. Alles entspringt der göttlichen Schöpfung, zweifelsfrei. Wie müsste denn eine göttliche Erde aussehen, wenn nicht so? Jo, also das ist die, was ja die Argumentation ist, natürlich pures Intelligent Design. Also es ist so die Idee, dass die Erde ja nicht durch Evolution oder dass das Leben auf der Erde ja nicht sich in Evolution entwickelt haben kann. Das ist alles zu gut organisiert. Da muss es einen Schöpfer geben. Da sieht man also schon wieder die Vermischung von flache Erde mit Evolutionsleugnung. Und also der Astro Toni ist in seinen Aussagen nicht so sehr politisch, jedenfalls jetzt hier nicht. Aber wir sehen eben auch, dass auch zwischen diesen christlichen und den rechtsextremen Motiven überhaupt kein Widerspruch ist. Das sehen wir also zum Beispiel auch bei Javier Naidu. Das sind jetzt mal so ein paar Schnipsel aus seinem Telegram-Kanal, wo er also sagt, ja, vor 10 Jahren habe ich gesagt, das Deutsche Reich braucht einen Friedensvertrag. Jetzt sage ich, die Erde ist kein Globus. Die Wahrheit kommt nie gut an. Ich habe Geduld. Also da hat man hier also auch einmal seine Reichsbürgervorstellung und dann direkt danach die flache Erde. Oder Christen, die an einen Globus glauben, lesen am falschen Ende der Bibel. Also hier ist er Reichsbürger, im nächsten Moment ist er dann mehr Christ. Und der Globus hat vor Gericht keine Chance, ist eigentlich auch wieder so ein typisches Reichsbürger-Dings. Hier sagt er merkwürdigerweise, von Scheibe war nie eine Rede, aber ein Globus ist er auch. Also Naidu ist aber auch auch schon eher auf der seltsamen Seite, was die Geschlossenheit seiner eigenen Argumentationen angeht. Und man fragt sich dann manchmal schon, was der irgendwie als letztes konsumiert hat, wenn er solche Sachen ablässt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wenn Ihnen dieses ganze Flacherdler-Dings jetzt irgendwie mittelalterlich vorkommt, dann muss man sagen, sind Sie gewaltig auf dem Holzweg, weil im Mittelalter, und da gibt es also einige spannende Forschung dazu, im Mittelalter zumindest mal diejenigen, die lesen und schreiben konnten, wahrscheinlich keinen größeren Anteil von Flacherdlern hatten, als wir sie heute haben, jedenfalls nicht sehr viel höher. Rudolf Simek macht im Moment auch immer mal mit Tommy Krabbeis Livestreams, wo ich jetzt nachher auch wieder dabei bin, aber ich habe leider mit Simek persönlich noch keinen gehabt, aber er ist Skandinavist und beschäftigt sich sehr, sehr ausgiebig mit skandinavischer und alter germanischer Mythologie und deren literarischer Umsetzung im Mittelalter und hat sich da so ausgiebig damit beschäftigt. Und der sagt, die schreiben alle von der Erdkugel. Also wenn man also schaut, seit wann weiß man überhaupt, seit wann ist die Erde überhaupt rund, dann wird als erster, der von Kugelform der Erde gesprochen hat, in der Regel Pythagoras von Samos genannt. Und damit sind wir also im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit. Ob er das tatsächlich so geschrieben hat, weiß man nicht, weil es von Pythagoras überhaupt keine Schriften gibt, die es erhalten sind. Es gibt sozusagen nur die Nachfolger und Anhänger von Pythagoras. Und bei denen war es offensichtlich sehr beliebt zu sagen, das hat Pythagoras schon geschrieben. Insofern weiß man eigentlich nicht, was Pythagoras eigentlich selber geschrieben hat und was sich seine Anhänger, also auch der Satz des Pythagoras, den man irgendwie aus dem Matheunterricht noch kennt, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, ob der wirklich von Pythagoras ist, weiß man nicht, aber es stammt irgendwie aus diesem Umfeld und aus diesem Umfeld stammt auch die Idee, dass die Erde eine Kugel sein muss. Und so richtig selbst aufgeschrieben, dann im 4. Jahrhundert vor unserer Zeit bei Aristoteles, der das auch ausgiebig begründet hat. Ein Teil seiner Begründung ist jetzt, sagen wir mal, nach heutiger Sicht nicht mehr so unbedingt
was man heute so verbreiten würde. Er hat nämlich geschrieben, naja, die Erde ist ja der Mittelpunkt des Universums und da das Universum sich in alle Richtungen ausdehnt, muss der Mittelpunkt natürlich rund sein. Was soll er denn sonst sein? Aber es kommen auch Sachen, die wirklich wissenschaftlich haltbar sind. Er hat nämlich gesagt, ja gut, wenn ich mich jetzt von Griechenland nach Nordafrika rüberfahre mit dem Schiff und weiter im Süden bin, dann ist der Polarstern tiefer am Himmel und die Südsternbilder sind höher. Und das kann eigentlich nur dadurch zu erklären sein, dass die Erde halt eine Kugel ist. Und das, ja. Und er hat gesagt, bei der Mondfinsternis sieht man ja den Schatten der Erde auf dem Mond. Und selbst wenn der Mond relativ tief über dem Horizont ist, also dass der Schatten von der Seite kommt, sieht der Erdschatten trotzdem immer rund aus, also muss die Erde eine Kugel sein. Und die Geschichte mit den Sternbildern hat dann sozusagen Eratosthenes von Kyrene dann weitergeführt und er hat das direkt benutzt, um auch die Größe der Erde zu berechnen. Der hat im Prinzip den Schatten gleichzeitig messen lassen von gleich langen senkrechten Stöcken. Einmal in Alexandria und einmal in Südägypten in Assuan. Und hat daraus dann aus der Länge des Schattens zur Mittagszeit am selben Tag dann berechnet, den Einfallswinkel der Sonne berechnet und daraus berechnet, wie groß die Erde sein muss. Und wenn man die Zahlen nimmt, also man weiß nicht genau, wie gut man damals den Abstand von Alexandria nach Assuan messen konnte, aber so im Rahmen von 5% muss Eratosthenes Erdradiusberechnung gut gewesen sein. Das ist also für die damalige Zeit schon echt beeindruckend. Und dann Claudius Ptolemäus im zweiten Jahrhundert, das war derjenige, der hat eigentlich die Astronomiebücher geschrieben, die die Astronomie für die nächsten 1000 Jahre definiert haben. Also die gesamte europäische und arabische Astronomie baut auf den Schriften von Ptolemäus. Und Ptolemäus hat den ersten Globus, von dem man weiß, entwickelt, hat die Längen und Breitengrade definiert und hat auch sich Projektionen überlegt, wie kommt man jetzt von der Kugeloberfläche des Globus auf eine flache Karte und wieder zurück und so. Und von dem haben eigentlich alle abgeschrieben, also die Naturforscher sowieso, aber auch, ich habe jetzt hier nur mal aus dem Mittelalter so Literaten und Theologen, also Beda Venerabilis, der so im Wesentlichen der Gipfel der angelsächsischen Literatur im frühen Mittelalter ist, Rabanus Maurus, Hildegard von Bingen, Albertus Magnus, Thomas von Aquin schreiben alle von der Erdkugel. Also das war auch überhaupt nicht Gegenstand der Diskussion eigentlich. Das war völlig selbstverständlich, die Erde ist eine Kugel. Im frühen Mittelalter gab es ein paar, die dagegen andiskutiert haben. Und wenn man sich die anschaut, dann sieht man auch so ein leichtes Muster. Da ist also Lactantius, der so als eine der prägenden Figuren der frühen Kirche, der heilige Kyrill von Jerusalem, Johannes von Antiochia, Heiliger der Ostkirche, Theodor von Mopsuestia, mit dem Namen habe ich immer Probleme, Heiliger der Assyrischen Kirche und der heilige Bonifatius. Wie gesagt, das Muster zieht sich so ein bisschen, es sind nicht unbedingt die ganz großen Intellektuellen, sondern eher die Leute, die durch ihren religiösen Eifer aufgefallen sind. Und von Bonifatius gibt es auch noch die schöne Geschichte, dass er tatsächlich versucht hat, einen Bischof beim Papst anzuschwärzen, weil er meinte, das sei doch Ketzerei, wenn der behauptet, die Erde sei eine Kugel. Und daraufhin hat der Papst ihm dann zurückgeschrieben, lieber Bonifatius, geh weiter missionieren und beschäftige dich nicht mit solchem Unsinn, sonst gibt es Ärger. Also auch für den Papst war das im 7. Jahrhundert vollkommen oder 8. Jahrhundert vollkommen klar, die Erde ist eine Kugel, da muss man nicht drüber diskutieren und der Bonifatius soll gefälligst den Mund halten. Dann gibt es, dass Leute sich da wirklich engagiert haben, kommt dann eigentlich erst im 19. Jahrhundert wieder mit Samuel Rowbotham, der auch aus der Idee kam, naja, zumindest nach seiner Lesart der Bibel steht in der Bibel ja drin, die Erde sei eine Scheibe. Und er hat es also versucht nachzuweisen und hat dann so über die Oberfläche von Flüssen, also so begradigte Flussläufe in England, versucht über den Wasserspiegel rüber so kleine Objekte in der Entfernung zu sehen und meinte dann, nee, also man könnte da die Erdkrümmung überhaupt nicht sehen, da könnte keine Erdkrümmung sein. Heute macht man das in der Regel eher über Meeresarme oder sowas, aber er hat es halt mit Flüssen versucht, so riesige Distanzen kriegt man da nicht und ein Fluss hat auch das Problem, der fließt, das heißt, die Oberfläche ist jetzt nicht unbedingt immer, da sind irgendwelche Hindernisse dabei, die Oberfläche eines Flusses ist nicht unbedingt immer gleich. Ja. Also ein Fluss ist kein stehendes Gewässer, das ist kein perfekter Pegel. Dann kam David Wardlaw Scott mit seinem Buch Terra Firma, die Erde ist kein Planet, bewiesen aus der Heiligen Schrift, der Vernunft und Fakten, da merkt man auch wieder, wo der herkommt. Und der meinte also, man würde mit einem guten Teleskop, wenn man ein Schiff am Horizont wegfahren sieht, würde nicht der Rumpf hinter dem Horizont verschwinden, sondern man könnte es mit einem richtig guten Teleskop, könnte man das in jeder Entfernung auch den Rumpf noch sehen.
Ich habe gleich noch mal ein paar Bilder mit einem guten Teleobjektiv. Nein, ist einfach nicht so. Die Anhänger von Rob Bottom haben dann nach seinem Tod die Universal Zetetic Society gegründet. Und die Universal Zetetic Society ist dann später aufgegangen in der International Flat Earth Society, die also mit mehrfachem Einschlafen und Neubeleben bis heute noch existiert. Und die Flat Earth Society ist natürlich so richtig bekannt geworden durch diesen Facebook-Post, von dem ich leider nicht nachvollziehen kann, ob der echt ist. Also den gibt es tatsächlich nur als diesen Screenshot, der auch ja mäßige Qualität nur hat. Und es ist also weder klar, wann die das gepostet haben sollen, man findet es auch auf deren heutiger Facebook-Seite nicht mehr. Also falls die das tatsächlich mal gepostet haben, dann haben sie es wieder gelöscht. Aber es ist natürlich, ja. Und ein bisschen kleiner Exkurs weg von der flachen Erde, aber in gewisser Weise damit verbunden ist die Vorstellung einer hohlen Erde. Allerdings ist die auch noch wesentlich mehr als die flache Erde mit politisch höchst fragwürdigen Vorstellungen verbunden. Das ist jetzt ein Bild von der Inner Earth Research Foundation. Die Vorstellung ist sozusagen, dass am Nordpol und am Südpol sozusagen so ein Eingang ist und dann innen drin ist die Erdkugel halt hohl. Und das ist zumindest mal im deutschsprachigen Raum, aber auch in Amerika ganz eng verbunden mit dem Mythos, dass es in der Antarktis eine Kolonie von Nazis namens Neuschwabenland gibt, die seit dem Zweiten Weltkrieg da sich verschanzt haben. Und das geht natürlich, sich da über so viele Jahre zu verschanzen und zu verteidigen und da nicht entdeckt und vertrieben zu werden. Das geht natürlich nur, wenn man Unterstützung eben aus der Innenerde hat, wo dann irgendwelche außerirdischen Kulturen wohnen. Und als Hauptbeleg dafür wird unter anderem ein angebliches Tagebuch des US-Admirals Richard Byrd genommen, der Ende der 40er Jahre eine Antarktis-Expedition unternommen hat und in seinem Tagebuch dann angeblich beschreibt, wie er über die Antarktis fliegt und plötzlich dieses Loch im Boden sieht und da reinfliegt und auf einmal hat er so blühende Landschaften vor sich und es ist alles grün und ja, und Gründer der amerikanischen Hollow Earth Society, von der nicht so ganz klar ist, ob die aus mehr als dem Gründer besteht, aber der Gründer dieser Hollow Earth Society schreibt also, er hätte dieses Tagebuch von Richard Byrd bekommen von einem deutschen Soldaten, der mit einem deutschen U-Boot 1945 in die Antarktis geflüchtet ist. Jo, diese Hohlerde-Geschichte ist insofern spannend, als sie eine gewisse Tradition hat. Und eine Tradition hat, da habe ich jetzt viel von Frau Dreifuss schon drüber gehört, dass das so ein typischer Erzählstrang ist, der so in der frühen Neuzeit gerne verbreitet wurde und in der Aufklärung, unter anderem von dem dänischen Autor der Aufklärung Ludwig Holberg mit dem Buch Niels Klims Unterirdische Reisen. Das Spannende daran ist halt, dass in der Zeit halt jede Menge solche Reiseberichte kursierten, von denen immer irgendwie klar war, dass die persönliche Handlung wahrscheinlich schon irgendwie fiktional ist, aber man sich irgendwie nie so richtig klar war, ist das jetzt eigentlich ernst gemeint, dass da tatsächlich jemand unter der Erde gereist ist, weil die Berichte über Marco Polo, der nach China reist, eigentlich genauso abenteuerlich klingen wie jemanden, der unter die Erde, also das ist so ein eigenes Genre irgendwie. Und das hat auch eine naturwissenschaftliche Parallelhandlung, nämlich Edmund Halley, einer der ganz bedeutenden Astronomen aus der Zeit, letztlich derjenige, der Newtons Mechanik und Newtons Gravitationsgesetz richtig in die Astronomie übertragen hat und der die ganzen Planetenbahnen nachgemessen hat und als erster die Bahn eines Kometen vorausberechnet hat, dass der irgendwie in 80 Jahren wiederkommt und sowas. Also ein ganz bedeutender Astronom seiner Zeit hat tatsächlich geschrieben, die Erde müsste innen hohl sein. Und wie der darauf kam, ist ganz interessant. Der ist nämlich ausgegangen von einer Berechnung, die Newton gemacht hat. Wenn man sich anguckt, wie die Gezeiten zustande kommen, dass also auf der einen Seite der Mond natürlich das Wasser anzieht und wir deswegen also ein Gezeitenwerk auf der Seite zum Mond hin haben, weil aber die Erde sozusagen ja auch um den gemeinsamen Mittelpunkt von Mond und Erde rotiert, haben wir einen anderen Gezeitenwerk auf der gegenüberliegenden Seite, wo das Wasser halt durch die Fliehkraft hingezogen wird. Und das kann man halt mit der Newtonschen Mechanik alles schön berechnen und dann kann man auch danach ausrechnen, wenn man weiß, wie hoch der Unterschied zwischen Ebbe und Flut ist,
dann kann man dann auch eben ausrechnen, wie schwer der Mond im Verhältnis zur Erde sein muss. Weil man dann eben ausrechnen kann, wie groß dieser Gezeiteneffekt eben ist. Und das hat also Newton gemacht und hat sich dazu also die Tidenhubdaten, also Erbe- und Flutvergleich von irgendeinem Ort an der englischen Küste schicken lassen, hat dann auch die Masse des Mondes berechnet im Verhältnis zur Erde. Und Harry hat das übernommen und hat dann weitergerechnet. Der hat nämlich die Größe des Mondes vermessen und hat dann ausgerechnet, wie groß muss eigentlich die Dichte des Mondes sein. Und hat festgestellt, dass die Dichte des Mondes 10-mal so hoch sein muss wie die Dichte der Erde. Und das ist ja jetzt irgendwie komisch. Also auf der Erde, man konnte ja den Mond schon ganz gut sehen mit so einem Teleskop und hatte einen gewissen Begriff davon, dass der Mond schon irgendwie aus Gestein bestehen muss wohl. Und man kennt das Gestein auf der Erde, da ist die Massenunterschiede zwischen unterschiedlichen Gesteinen, die sind zwar da, aber jetzt nicht so riesig. Da ist die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass der Mond so viel dichter ist als die Erde? Also selbst wenn der Mond aus Blei besteht, das passt irgendwie alles nicht. Und das ist eigentlich nur dadurch zu erklären, dass die Erde viel leichter sein muss, als man sich das gedacht hat. Und so ist Halley auf die Idee gekommen, naja, wenn der Mond 10-mal so dicht ist wie die Erde, dann muss die Erde so wenig dicht sein, ist nur dadurch zu erklären, dass da halt so viel Luft drin ist. Die Erde muss innen hohl sein. Und das Rätsels Lösung ist aber viel, viel einfacher. Nämlich diese Gezeitenberechnung, die funktioniert dann, wenn man den Unterschied von Ebbe und Flut auf dem offenen Ozean nimmt. Aber Newton hatte keine Daten vom offenen Ozean, der hatte die Daten von der englischen Küste, wo halt durch dieses immer flacher werdende Wasser der Unterschied zwischen Ebbe und Flut halt immer größer wird. Hätte man drauf kommen können, weil wenn man den Unterschied von Ebbe und Flut an unterschiedlichen Orten anguckt, dann ist der an unterschiedlichen Küstenorten, je nachdem wie die Küste da geformt ist, unterschiedlich hoch. Also Newton hatte nicht unbedingt die Mittel, um den richtigen Wert zu finden, aber zumindest hätte er merken können, dass er da was falsch macht. Für Halley war es aber so unvorstellbar, dass Newton, sein großes Idol Newton, einen Fehler macht, dass er lieber angenommen hat, die Erde ist hohl, als dass Newton was falsch gemacht hat. Aber das ist zumindest, ich sag mal, wir bewegen uns hier im 17. Jahrhundert. Ja? Jetzt sind wir wieder im 20. Jahrhundert und schauen uns die Beweise an, die die Flacherdler jetzt dafür vorbringen, dass die Erde eine Scheibe ist. Naja, meistens sehen die Beweise relativ so aus, dass die halt sagen, die Erde ist eine Scheibe, weil sie halt flach aussieht. Also hier ist doch alles flach, sieht man doch. Und da gibt es also unzählige Memes, die genau diesem Schema folgen. Oder das hier, liebe Grüße von der Horizontalen, hier sieht man also so wieder das Lineal an den Horizont. Der Horizont ist doch gerade. Das haben dann Leute zum Anlass genommen, mit exakt der gleichen Methode und einer hochauflösenden Kamera zu beweisen, dass die Oberfläche eines Basketballs auch flach ist. Man muss da einfach nur nah genug ranzoomen, dann sieht die auch flach aus. Ich habe es dann mal ausgerechnet. Also wenn man ein Lineal nehmen will und am Horizont eine Krümmung erkennen will, ein Lineal, das 30 cm lang ist, wenn man da eine Krümmung auf den 30 cm von einem Millimeter haben will, dann muss man dafür schon in 10 Kilometer Höhe sein. 10 Kilometer Höhe ist jetzt eine Höhe, die schafft man gerade noch so mit dem Flugzeug. Das Problem ist, die Flugzeugfenster sind alle ein bisschen schmaler als 30 cm. Ich glaube, das ist eine Verschwörung. Also die machen die Flugzeugfenster extra so klein, dass man den Horizont nicht vermessen kann. Ein zweites Argument, was dann immer so kommt, ist das hier. Wo ist eure Gravitation? Das kann doch nicht sein, wenn ich hier ein Ei habe. Ich habe es einmal in Salzwasser, schwimmt es oben und in nicht gesalzenem Wasser schwimmt es unten. Die Schwerkraft kann ja nicht stimmen. Und die Globetards, die rasten vollkommen aus, wenn man ihnen beweist, dass die Schwerkraft nicht stimmt. Was hat jetzt die Schwerkraft mit der flachen Erde zu tun? Naja, relativ einfach. Wenn wir die flache Erde uns hier anschauen, die Erde ist so eine Scheibe. Und wir stellen uns jetzt vor, so wie die Schwerkraft funktioniert als Massenanziehung, könnten wir irgendwo im äußeren Teil dieser Scheibe gar nicht existieren, weil man würde ja zur Mitte gezogen. Und auch die Scheibe selbst könnte nicht stabil sein, die würde unter ihrem eigenen Gewicht zu einer Kugel zusammenfallen. Also aus der Schwerkraft erfolgt eigentlich an sich schon, dass die Erde eine Kugel sein muss, weil in keiner anderen Form kann sie stabil sein. Insofern, wer die Kugelform der Erde bezweifelt, muss auch gleichzeitig die Existenz der Schwerkraft bezweifeln. Und das tun die eben hier mit diesem Ei-Experiment. Das Problem ist nur, sie haben da sich eine Frage gestellt,
die sich Archimedes schon vor weit über 2000 Jahren gestellt hat. Und der hat eben das Prinzip der Verdrängung, das archimedische Prinzip entdeckt, dass natürlich je dichter das Medium ist, die, ob etwas schwimmt oder nicht, einfach davon abhängt, ob es schwerer ist als die Menge des Mediums, die es verdrängt. Und ob er dann nun wirklich nackt durch die Straße gerannt und Heureka geschrien hat, weiß man natürlich nicht, aber zumindest das archimedische Prinzip, ja, das ist man sich doch relativ sicher. Ein schönes Argument ist auch immer, wenn die Erde sich jetzt drehen würde, dann müsste man ja gar nicht Richtung Osten fliegen können, weil dann am Äquator dreht sich die Erde ja mit 1600 Stundenkilometer und so schnell fliegt ein Flugzeug gar nicht, das kommt doch gar nicht hinterher. Die Erde müsste sich ja unter dem Flugzeug wegdrehen. Das gibt es also auch mit als Beispiel eines Hubschraubers von dem englischen ehemaligen Cricket-Star und jetzigen Fernsehkommentator Freddie Flintoff. Und die Antwort ist natürlich ganz banal. Es gibt überhaupt keinen Mechanismus, der dafür sorgen sollte, dass sich die Atmosphäre nicht einfach mit der Erde mitdreht. Und wenn man weiß, dass sich die Atmosphäre mit der Erde mitdreht und dass der Abstand zur Erdachse abhängig vom Breitengrad immer unterschiedlich ist und dass die Luft, die sich hier mit 1600 Kilometern nach Osten bewegt hat, wenn sie nach Norden transportiert wird vom Äquator, deutlich abgebremst werden muss, damit sie sich nicht mehr schneller bewegt als die Erde, dann merkt man, versteht man auf einmal das ganze planetarische Windsystem. Also die Frage, wie die großen Windsysteme, wo die Passatwinde herkommen, warum wir hier überwiegend Westwind haben, das ergibt sich alles im Prinzip daraus, dass die Erde sich dreht. Also das ist sehr schön zu beobachten und auch sehr schön zu verstehen. Insofern, das löst sich alles ziemlich auf. Und dann gibt es den Beweis überhaupt, man sieht Dinge hinter dem Horizont, die man nicht sehen dürfte. Und das ist jetzt von der Seite des Globus-Kritikers Cäsar. Dessen Video habe ich jetzt mal nicht auseinandergenommen, weil wenn ich mich zu sehr mit diesem Globus-Kritiker Cäsar beschäftigen muss, dann muss ich immer lachen, weil mir dann eigentlich immer der Hase Cäsar einfällt. Und dann, nee, das geht nicht. Insofern zeige ich Ihnen jetzt Chris Ziad, der macht auch nichts anderes. Und Chris Ziad ist jetzt am Strand von Jüst und wir schauen mal. Also ich hier, Chrissy, ne, fett mitten am Strand auf Jüst. Ja. Und da hinten bin ich gerade gekommen. Ja. Also da oben stehe ich jetzt auch noch nicht. Bin jetzt hier mitten hier unten. Ja. Sonne scheint, alles taco, gute Sicht. So, und dann schalte ich jetzt mal um auf die Nikon. Also nur mal, vielleicht kann man das ja hier sogar schon so ein bisschen was sehen. Ne. Warte mal, ich muss mal ein bisschen scharf stellen. So, da kommen sie, ne? Also die sind 40 Kilometer entfernt, ja, und bei 2 Meter Sichthöhe, was das hier so ungefähr ist, müsste die Krümmung 98 Meter ungefähr betragen, also Target Hidden Height, wie das ja so schön heißt, 98 Meter. Nordsee One von RWE, direkt 40 Kilometer nördlich von Jüst, ja, da wo ich stehe, ich bin hier an der Strandseite, wie ihr gesehen habt. Ja, Kinders, was ist denn da los? Also die Scheiße ist unmöglich auf einer Kugel mit 40.000 Kilometer Umfang, ja? Ja, was ist los hier mit ihm? Mit ihmchen. Geil, oder? Ja, lass den Fuß halt ein bisschen abgesunken sein, ne? Aber das hat nichts mit einer Krümmung zu tun, ja? So sieht's aus. Also in dem Sinne, machtet gut aus Jüst, ja? Liebe Grüße vom blauen Himmel mit so ein paar, ja, vereinzelt ein paar Schmierereien, aber geh, was ist das schon? Ja, also die vereinzelten Schmierereien, da kommt er jetzt auf den nächsten Verschwörungsglauben, das sind nämlich die Chemtrails, dass wir von Flugzeugen, also mit irgendwelchen Giften besprüht werden. Das geht bei dem auch immer munter durcheinander. Schauen wir uns jetzt mal seine Beweise an. Und zwar fangen wir einfach mal an mit den Windkraftanlagen, die er da gefilmt hat. Er sagt ja, die seien 70 Meter hoch und 40 Kilometer entfernt. Jo, also gucken wir mal. Nordsee One, dieser Windpark, hat eine Homepage und da kann man sehen, welche Windkraftanlagen die betreiben. Senvion 6.2 M126, die haben eine Gesamthöhe von 152 Metern, einen Rotordurchmesser von 126 Metern, daraus unschwer auszurechnen, die Nabenhöhe liegt bei 89 Meter und nicht bei 70 Meter. Die Dinger sind also wesentlich höher, als er sagt. Und wo stehen die? Auch das findet man auf der Seite von Nordsee One. Hier unten ist Jüst, also ist, auf der Seite von Nordsee One findet man auch die genauen Koordinaten, also wirklich bis auf die tausendstel Winkelsekunde genau die einzelnen Koordinaten von jeder einzelnen dieser Windkraftanlagen.
Und wir greifen jetzt einfach mal die raus, die dem Standort auf Jüst am nächsten ist. Ich vermute mal, das ist Ihmchen, also die, auf die er dann fokussiert hat. Und die befindet sich bei dieser Position hier. Und weil er mal so nach hinten geschwenkt hat und hinten die Dünen gezeigt hat mit den Gebäuden darauf, habe ich auch rausgefunden, wo er am Strand von Jüst gestanden haben muss. Die Position habe ich jetzt auch. Und wenn ich diese Position hier in einen Entfernungsrechner reinkriege, stelle ich fest, die sind genau 33 Kilometer auseinander. Also die Höhe ist 89 Meter und nicht 70 Meter und die Entfernung ist 33 Kilometer und nicht 40 Kilometer. Das heißt, also es ist immer die allererste Regel, wenn man sich sowas anguckt, man darf erstmal nichts glauben, was die einem vorrechnen, sondern alles immer erstmal nachrecherchieren und nachgucken, weil es ist so häufig, dass dann irgendwie Sachen einfach nicht stimmen. Das heißt, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann können auch die Ergebnisse nicht richtig rauskommen. Der nächste Punkt ist, wie errechnet man jetzt eigentlich, wie weit man gucken kann? Und wir vernachlässigen erstmal nur die Atmosphäre. Dann sind wir hier auf der Erdkugel, wir haben hier den Horizont in der Mitte, über den müssen wir irgendwie drüber weggucken. Wir haben unsere Position, die nennen wir mal die Position 1, die hat eine gewisse Höhe über dem Erdboden und einen gewissen Abstand zum Horizont. Und auf der anderen Seite zwei gleichseitige Dreiecke, wir haben eigentlich zweimal die gleiche Situation. So, und wenn wir die Höhe über dem Erdboden oder über Meereshöhe haben und einen Abstand zum Horizont und den Erdradius haben, dann können wir im Prinzip das Ganze ausrechnen, aus welcher Entfernung wir das sehen können müssten. Vorausgesetzt, wir haben keine Atmosphäre. Es kommt aber noch ein Effekt dazu und der nennt sich Atmospheric Lensing. Und das Atmospheric Lensing ist im Prinzip auf Deutsch Lichtbrechung in der Atmosphäre. Sieht einfach so aus, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben hier die Erde, wir haben die Atmosphäre außenrum und wir haben jetzt hier einen Lichtstrahl, der ankommt, dann wird die Atmosphäre, je weiter wir nach unten kommen, immer dichter. Und dichter heißt in dem Fall auch optisch dichter. Und ein optisch dichtes Material ist zum Beispiel eine Linse. Und wenn wir jetzt sehen, was passiert, wenn ein Lichtstrahl durch die schrägen Oberflächen einer Linse durchgeht, dann wird er praktisch zweimal zur Senkrechten auf dieser Oberfläche hin gebrochen. Einmal hin und einmal vom Lot weg, Also wird beim Durchgehen einer Linse, wird das Licht so zum Fokuspunkt der Linse hingebrochen. Und das Gleiche passiert im Prinzip, wenn wir diese Atmosphäre haben, die nach unten hin dichter wird. Das Licht wird hier nach unten hin abgelenkt. Also die Lichtbrechung ist jetzt nicht scharfkantig wie an der Linse, sondern es ist mehr so eine Krümmung. Aber das Licht wird durch die Atmosphäre abgelenkt. Und das führt dazu, dass wir Dinge tatsächlich auch hinter dem Horizont sehen können, wenn wir sie ohne Atmosphäre nicht sehen könnten. Der Effekt ist allerdings nicht konstant, also man kann den für die normale Atmosphäre irgendwie berechnen, dann sieht das so aus, als wäre der Erdradius größer. Es hängt aber stark davon ab, wie die Temperaturverteilung ist. Wenn wir also beispielsweise einen warmen Sommertag haben und das Wasser ist noch kalt, dann wird dieses Atmospheric Lensing dadurch verstärkt, weil dann die Luft über dem Wasser direkt noch dichter wird. Wenn wir umgekehrt uns über Land befinden, die Sonne knallt da drauf und der Boden erhitzt sich, dann wird der Effekt umgedreht und das sieht man dann als Luftspiegelung. Also das ist so, wenn man so im Sommer in so ein Tal runterfährt und man sieht dann unten spiegelt dann die Luft so. Das ist genau diese atmosphärische Lichtbrechung. Wir vernachlässigen jetzt aber weiter mal die atmosphärische Lichtbrechung und schauen uns einfach nur an, was macht er jetzt mit diesen Zahlen. Also man sieht hier an den gekrümmten Rotorblattenden, da ist eine atmosphärische Lichtbrechung da. Man kann nur nicht so ganz gut erkennen, wie stark die ist. Insofern, wir vernachlässigen sie jetzt einfach mal. Und wir nehmen mal an, die Nabenhöhe ist 89 Meter. Und er selbst, das hat man am Anfang so ein bisschen gesehen, er steht ja höher als die Leute, die am Strand unten sind. Also wenn wir so ausgehen, er ist ungefähr in 2,50 Meter Höhe. Wenn er in 2,50 Meter Höhe über dem Meeresspiegel ist, dann ist der Horizont, wie er ihn hier gefilmt hat, schon 5,6 Kilometer weg. Von 33 Kilometer Abstand. Das heißt, wir haben noch ungefähr 28 Kilometer von dem, was er als Horizont sieht, zu den Anlagen hin. Und wenn wir das jetzt, können wir einfach rückwärts tabellieren, okay, Sichtweite bis zum Horizont 25 Kilometer, dann sieht man ab 50 Meter Höhe was, also bei 28 Meter, naja, also so 55, knappe 60 Meter ist es etwa abgeschnitten, die Nabenhöhe ist 89 Meter, alles vollkommen normal. Also es gibt eigentlich nichts Überraschendes an dem, was er da gefunden hat, so spannend ist das alles nicht. Und als Beweis für eine flache Erde natürlich vollkommen untauglich. Selbst wenn er jetzt beweisen könnte, dass man hier etwas sieht, was man sonst nicht sehen könnte, dann hätte er allenfalls bewiesen, dass der Erdradius falsch ist, dass die Erde größer ist, als man meint, aber nicht, dass sie flach ist, weil man sieht ja sogar noch, dass der Fuß halt hinter dem Horizont liegt. Und das sieht man halt auch bei einem Schiff sehr schön. Wenn man hier ein Schiff hat, das sich entfernt von meinem Bekannten Mark Bailey, der jetzt in Dänemark wohnt und da jede Menge Schiffe fotografiert,
habe ich diese schöne Bilderserie gesehen, einer Fähre, die also in Kopenhagen ausgelaufen ist und jetzt Richtung Oslo, glaube ich, hochfährt. Und dann sieht man also, je weiter sich dieses Schiff entfernt, ist man ein bisschen weiter rangezoomt, dass man den unteren Teil dieses Schiffes einfach nicht mehr sieht. Und ja, wenn man die Sonne untergehen sieht, sieht man ja auch den unteren Teil der Sonne, der ist irgendwann halt verschwunden. Und die Frage ist, wie erklären sich das eigentlich Flacherdler, dass man hier die Sonne untergehen sieht? Gut, Astrotoni erklärt, die Sonne geht nicht unter, aber wie soll das funktionieren? Die Idee dahinter ist zunächst mal folgende, wie bewegt sich eigentlich die Sonne um die flache Erde? Naja, wenn die Erde flach ist, der Nordpol in der Mitte, dann kreisen Sonne und Mond halt auf so Bahnen über der Erde. Und dass es nachts dunkel wird, liegt eben nicht daran, dass die Sonne untergegangen ist, dass es irgendwie verdeckt wäre, sondern einfach nur daran, dass sie zu weit weg ist. Das Sonnenlicht hat halt nur eine begrenzte Reichweite. Okay, somit hätten wir erklärt, dass es zwar auf eine vollkommen absurde Art, aber wir hätten erstmal erklärt, dass es nachts dunkel wird. Aber wieso wird es, wenn es dunkel wird, wieso geht dann die Sonne optisch unter? Das erklären die eben über die Perspektive. Das ist jetzt vom Mann vom Stamme der Ostfriesen. Also die schreiben alle voneinander ab. Insofern kann man die Bilder von unterschiedlichen Seiten nehmen. Das ist relativ übereinstimmend, was da so kommt. Und der Mann vom Stamme der Ostfriesen sagt also in seinem Video, der aufgewachte Mensch weiß natürlich, dass es keine Auf- und Untergänge gibt, sondern dass die Sonne sich in gleichbleibender Höhe aufgrund der Perspektive nur auf den Betrachter zu bzw. von ihm wegbewegt. Aus der Aussage weiß ich jetzt natürlich immer noch nicht, warum ich die Sonne untergehen sehe. Und das ist jetzt von der Seite Jesus Christus Erlösungsweg zum ewigen Leben.de die Erklärung mit dem Video geht die Sonne auf und unter. Also zunächst mal wird das Gesetz der Perspektive eingeführt. Soweit würde ich da sagen, kann ich problemlos mitgehen. Wenn wir irgendwas sehen, parallele Linien, die sich in die Entfernung fortsetzen, dann sieht man aufgrund der Perspektive, dass die irgendwie in einem Fluchtpunkt zusammenlaufen. So, und daraus folgert er jetzt, auch die Sonne verschwindet perspektivisch hinter dem Sichthorizont und dabei wirkt es, als wäre die geradezu abgeschnitten. So, wenn das jetzt mein Sichthorizont ist, die gelbe Linie, dann laufen die roten Linien natürlich auf die gelbe Linie irgendwie zu, aber sie treffen sich mit der gelben Linie halt irgendwo im Unendlichen. Da sehe ich immer noch nicht, dass die Sonne untergeht. Und da muss man jetzt mit diesem Sichthorizont noch ein bisschen, müssen die jetzt noch ein bisschen tricksen, damit das passt. Für die ist nämlich der Horizont nicht einfach nur der Rand dessen, was man noch sehen kann, sondern die führen so eine Rampe ein als Horizont. Das heißt, was wir als Horizont sehen, ist so ein bisschen höher als das, was tatsächlich da ist. Und das soll man also unter anderem erkennen können, wenn man auf einem Sportplatz ist, der seine Kamera knapp über dem Rasen hat oder auf einer geraden Fläche und dann jemanden weglaufen sieht, dann würde man sehen, wie diese Person noch im Rahmen auf der Größe dieses Sportplatzes so langsam im Boden verschwindet. Wie man das reproduzieren will, wenn der Sportplatz wirklich eben ist und man seine Kamera nicht gerade im Gras vergraben hat, weiß ich nicht. Auf meinen Sportplätzen sieht das nicht so aus. Und hier gibt es nochmal, und jetzt sind wir doch wieder beim Globuskritiker Cäsar, insofern man möge mir ein gewisses kleines Lachen zwischendurch verzeihen, folgendes Beispiel, wie er die Perspektive erklärt. Wir haben also hier wieder diese Horizontrampe. Wenn wir jetzt ein Gebäude in 3 Meilen Entfernung haben, also er hat das Video von der amerikanischen Seite übernommen, dann sehen wir hier zunächst mal, hier ist die Horizontrampe und hier ist das Gebäude. Und dann sehen wir den größten Teil dieses Gebäudes, also nur der Strand unter diesem Gebäude ist schon hinter der Horizontrampe verdeckt. Jetzt gehen wir einfach weiter in diesem Video und das Gebäude ist jetzt weiter weg. Dann ist das Gebäude natürlich perspektivisch kleiner aus, die Horizontrampe ist aber noch genauso hoch. Und dann sehen wir hier, dass der untere Teil des Gebäudes halt dann schon komplett von dieser Rampe verdeckt ist. Und was er dazu sagt, ist erstaunlicherweise kommt es ungefähr mit dieser Berechnung gleich, wie es auf einer runden Erde kalkuliert wird. Oh Wunder. Das ist ein anderes Video, was wir von der englischen Seite haben, ist jetzt dieses Beispiel mit einer Münze, wo die versucht haben, den Sonnenuntergang mit einer Münze nachzustellen. Da muss man allerdings darauf achten, dass man die Kamera in der richtigen Höhe hat, weil sonst passiert sowas und die verschwindet einfach hinter der Tischkante, weil man einfach die Kamera zu tief montiert hat und man dann eben von unten nach oben filmt. Aber das mit der Horizontrampe habe ich dann auch nochmal durchgespielt, weil das fand ich einfach spannend. Und ich habe das jetzt mal ausprobiert mit einem Playmobil-Schiff. Es ist immer gut, wenn man eine Freundin mit Kindern hat, dann kann man sowas mal machen. Also, das schauen wir uns jetzt mal an. Und das Ganze wird, ich habe mir also diese Polizistin dazu genommen, das alles zu überwachen. Wir sehen jetzt, die Kamera ist auf Augenhöhe dieser Polizistin. Und dann schieben wir die Polizistin einfach mal nach hinten. Jetzt steht sie auf der Rampe, deswegen ist sie ein bisschen höher.
Jetzt schieben wir die Polizistin einfach mal nach hinten und sehen, dass die Rampe, wie es sein soll, auf Augenhöhe ist. Also das ist die Horizontrampe, die hat die richtige Höhe. Ganz kleines bisschen zu hoch ist sie, aber das, ja, das kommt einigermaßen hin. Und jetzt nehmen wir mal dieses Schiff und schieben das Schiff hinter die Horizontrampe. Die Polizistin so an den Rand, dass sie noch ein bisschen aufpassen kann, genau. So. Also. Einmal das Schiff am Horizont und wir sehen, dass so die Reling des Schiffs guckt so über die Rampe raus, aber der Rest des Rumpfes ist hinter der Rampe verdeckt. Und wenn jetzt das Schiff nach hinten schieben und das Schiff perspektivisch kleiner wird, dann müsste das Schiff ja eigentlich hinter der Horizontrampe versinken. Tut's aber nicht, sondern die Reling des Schiffs guckt immer noch über die Horizontrampe. Ich glaube, ich habe es jetzt gleich noch mal ein Stückchen weiter nach hinten geschoben. Es ist egal, wie weit wir das Schiff nach hinten schieben, solange die Kamera auf der gleichen Höhe ist wie die Rampe, wird das Schiff immer gleich weit über diese Rampe rausgucken. Das heißt, auch dieser Effekt löst sich einfach in nichts auf, wenn man es richtig macht. Und der Grund, warum diese Grafik hier falsch ist und warum auf dieser Grafik das Gebäude hinter der Horizontrampe langsam verschwindet, und in der Realität sowas eben nicht dahinter verschwindet, liegt daran, dass in dieser Grafik ein Punkt falsch ist, nämlich man müsste natürlich auch den Boden perspektivisch korrigieren und dann stimmt es wieder, dann schiebt man das Ding nach hinten und so wie das Gebäude kleiner wird beim Wegschieben, so bleibt aber trotzdem der Teil des Gebäudes, den man noch sieht, immer gleich. Und damit komme ich so ein bisschen zu der Frage, was ist das eigentlich für ein Verschwörungsglauben? Und ein bisschen allgemeiner, weil ich das auch die letzten Male, gut, jetzt haben wir gar nicht dieselben Leute da wie die letzten beiden Male, die letzten Male nicht so angesprochen habe, wie kann man versuchen, mit jemandem zu reden, der anfängt, komisches Zeug zu erzählen? Zunächst mal, was ist eigentlich so das Besondere aus meiner Sicht von am flache Erde-Glauben gegenüber anderen Verschwörungsvorstellungen? Und da muss man letztlich sagen, wenn jemand glaubt, dass der 11. September inszeniert ist, dann kann man das irgendwie hinkriegen. Man unterstellt damit natürlich politisch Leuten unlautere Motive, das kann man immer tun, das kann man auch nicht naturwissenschaftlich widerlegen. Und man kann sich zumindest mal im Rahmen von Alltagsphysik alles irgendwie so zurechtbiegen, dass das schon passt mit dieser Behauptung. Je nachdem, was man annimmt, ob da jetzt Raketen oder Sprengungen oder was auch immer passiert sind, ist das eine physikalisch vielleicht plausibler als das andere, aber im Grundsatz ist das jetzt nicht vollkommen abwegig. Aber wenn ich behaupte, die Erde ist eine Scheibe, dann ist damit die gesamte Physik hinfällig. Alles. Und wenn damit sozusagen die Erde als Scheibe dann erschaffen worden sein muss, ist ja auch die Evolution und damit ist eigentlich die ganze Biologie hinfällig. Und es ist eigentlich, ich sage eigentlich der gesamten Wissenschaft, sie ist falsch. Und sie ist nicht einfach nur irrtümlich falsch, sondern sie ist gefälscht. Alle Wissenschaftler lügen. Also es ist so die ultimative Form von Ablehnung von allem, was irgendwie wissenschaftlich ist. Und dafür kann es eigentlich zwei Gründe geben, nämlich entweder Religion oder Rebellion. Also wir haben auf der einen Seite die religiöse Ablehnung, ist relativ klar. Also die wissenschaftliche Methode als stetiges Infragestellen, der von Erkenntnissen, Abgleich mit der Natur, sich gegenseitig kontrollieren, sich gegenseitig hinterfragen, alles, was ich meine, erkannt zu haben, zur Diskussion stellen, das entspricht natürlich überhaupt nicht der Vorstellung fundamentalistischer Religionen. Das ist jetzt auf der Flacherdlerseite erdkreis.net. Da ist natürlich das schöne Bibelzitat. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Und glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also das verkörpert natürlich so dieser blinde Glaube als Idealbild, insbesondere natürlich der Fundamentalisten, ist natürlich eine Motivation zu sagen, die Wissenschaft muss per se einfach Unrecht haben. Und auf der anderen Seite die Rebellion, man nimmt die Wissenschaft als Teil einer Obrigkeit wahr, gerade jetzt so Corona-Krise oder sowas, und dagegen wird eben opponiert. Und das geht also von einem relativ kindischen Opponieren bis zu, sagen wir mal, wirklich so einem Versuch, wir wollen doch das Grundgesetz bewahren und so weiter. Und alle, die da irgendwie dafür sprechen, sind eben Teil dieses Systems und gegen dieses System müssen wir. Das hat also sozusagen so eine gewisse. Also, es hat etwas, was so aus einer gesellschaftskritischen Position her ja irgendwie nachvollziehbar ist. Es hat so einen emanzipatorischen Anspruch, aber gleichzeitig muss man natürlich sehen,
dass diese Rebellion sich eins zu eins reflektiert darin, dass jemand eben nicht nur die Wissenschaft ablehnt, sondern dass er auch andere gesellschaftliche Normen und ethische Dinge ablehnt. Und die ethische Parallele zur flachen Erde ist dann die Holocaust-Leugnung, ja, wo ich also auch sage, das ist alles vorgetäuscht. Und es ist die ultimative Provokation, es ist der ultimative Tabubruch dessen, was ich sagen kann, wenn ich Leute provozieren will. Ja, da ist es dann schon gleich viel weniger teenagerhaft. Zumindest kommt es längst nicht so verspielt drüber. Und jetzt muss man grundsätzlich natürlich sagen, und wir fangen jetzt am abseitigsten Spektrum des Verschwörungsglaubens an. Und da sagt eigentlich jeder erstmal, das kann man ja nicht wirklich glauben und das ist ja vollkommen absurd und die Leute sind ja alle bescheuert. Aber grundsätzlich, die Vorstellung an Verschwörungen zu glauben, ist eigentlich was relativ Naheliegendes. Also wir erkennen unsere Welt in Mustern. Das müssen wir tun. Anders können wir die Welt gar nicht erfassen. Was wir sehen, allein das, was ich jetzt gleichzeitig in diesem Raum sehe, ist so viel Information, die kann ich nicht verarbeiten. Ich kann die nur in dem Sinne verarbeiten, dass ich halt, da ist ein Fenster, da ist ein Fenster, da ist ein Fenster, da stehen ein paar Tische. Und dann ist in meinem Kopf nicht mehr das Bild, sondern da ist nur noch die Information, da ist ein Tisch. Und wenn mich später jemand fragt, welche Farbe haben die Tischbeine, und mir sagt, die waren braun, dann werde ich sagen, ja, wahrscheinlich. So funktioniert unser Kopf. Und die nächste Sache ist, wir versuchen, Unsicherheit zu reduzieren. Und wir versuchen, uns nicht klar zu machen, wir wollen nicht wirklich wissen, dass wir nicht alles wissen. Und wir wollen nicht wissen, dass unser Leben von Zufällen bestimmt ist. Und wenn einschneidende Dinge passieren, dann sollen die gefälligst auch große Ursachen haben. Weil dass wir vielleicht morgen tot sind, weil irgendjemand uns unvorsichtig angehustet hat, das ist einfach eine höchst unbefriedigende Situation, dieses alles nicht zu wissen. Insofern, wir wollen diese Erklärung, wir wollen die großen Ursachen, auch das liefert Verschwörungsdenken. Wir sind auch eigentlich immer ganz froh, wenn wir die Verantwortung los sind für Dinge, die um uns rum passieren, für Dinge, die auch in unserem Leben passieren, sagen zu können, nö, das ist, auch das leistet Verschwörungsdenken. Dadurch, dass die Verschwörungen ja Personen sind, hilft auch uns, Dinge zu personifizieren. Bedrohungen, die irgendwie diffus sind, auf eine bestimmte Person zu fokussieren. Und dieses Virus kann ich ja nicht hassen, aber ich kann Angela Merkel hassen. Und damit habe ich sozusagen diese Erleichterung, dass ich wenigstens jemanden anschreien kann. Dann kommt dazu, an eine Verschwörung zu glauben, ist ein Ausdruck von Misstrauen. Und dass wir Menschen mit viel Macht misstrauen, ist eigentlich total sinnvoll. Menschen, die viel Macht haben, neigen dazu, diese Macht gegebenenfalls auch mal zu missbrauchen. Und da muss man halt mal genauer hingucken. Problematisch wird das halt nur, wenn es total aus dem Ruder läuft und man dann eben glaubt, die Leute machen uns vor, dass die Erde eine Kugel sei. Und schließlich sind das natürlich auch noch alles wunderbare Geschichten. Also Verschwörungsmythen sind eigentlich immer, zumindest die weitererzählt werden, das sind eben die besseren Geschichten, in der Regel bessere Geschichten als das, was wir aus der Realität erleben. Und im Zusammenspiel muss man eben sagen, das Ganze hat viele Funktionen einer Religion. Weswegen wir gerade auch bei den Flacherdlern eben auf der einen Seite die Religiösen finden und auf der anderen Seite die gar nicht religiösen Flacherdler finden, aber für die ist dann sozusagen die Flacherde der Religionsersatz. Und wenn man mit so jemandem anfangen will zu diskutieren, dann kämpft man gegen wahnsinnig viel psychologische Effekte an. Also wir haben zunächst mal das Problem, dass unsere Wahrnehmung nicht objektiv ist. Also schon das, was wir meinen zu sehen, ist nicht notwendigerweise objektiv. Und das, was wir meinen, letztes Jahr gesehen zu haben, ist noch viel weniger objektiv, weil unsere Erinnerung eben auch falsch ist. Dann sind wir darauf angewiesen, um einfach schnell entscheiden zu können, nach irgendwelchen Faustregeln zu handeln. Und das merken wir nicht. Wir haben diese Faustregeln einfach im Kopf. Und wenn wir eine Korrelation von Dingen sehen, dann sagen wir, die Korrelation muss ja irgendwie einen Grund haben. Und nur wenn es einen total anschreit, dass das absurd ist, dann merkt man auf einmal, hoppla, dass die Anzahl der Storchenpaare zurückgegangen sind, hat wahrscheinlich nicht wirklich was damit zu tun, dass die Anzahl der Geburten zurückgegangen ist. Auch wenn es eine wunderschöne Korrelation ergibt. Dann das Thema der anekdotischen Evidenz. Auch das, wir lassen uns wahnsinnig gerne von Einzelfällen beeindrucken, weil Einzelfälle natürlich auch wieder gute Geschichten häufig abgeben. Aber um wirklich die Zusammenhänge in der Natur zu erkennen, sagen uns Einzelfälle in aller Regel gar nichts. Aus einem Einzelfall kann man nichts schließen. Man kann eben nur aufgrund der Statistik schließen, aber Statistik ist halt wieder trocken. Statistik ist die schlechteste Geschichte, die man überhaupt erzählen kann.
Dann haben wir Verzerrungen, also kognitive Verzerrungen. Wir glauben am ehesten das, was zu dem passt, was wir vorher schon geglaubt haben. Alles andere blenden wir gerne mal aus. Das hilft auch, Dissonanz zu vermeiden. Also wir wollen nicht gerne merken, dass wir Fehler gemacht haben. Also blenden wir auch das gerne aus. Das, was wir häufig hören, das halten wir für plausibel, selbst dann, wenn es eigentlich völlig unsinnig ist. Und unser gesellschaftliches Umfeld spielt auch eine Rolle. Also wenn ganz, ganz viele Leute um uns herum irgendwas glauben, dann bestärkt uns das darin, das auch zu glauben. Und davor ist niemand sicher. Also wenn ich mich viel in Skeptikerkreisen bewege, werde ich skeptische Dinge auf einmal für viel, viel glaubwürdiger halten. Und das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass ich von den Leuten schlaue Argumente höre, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich die Argumente dieser Leute schlau finde, weil es meine Freunde sind. Und das passiert auf der anderen Seite ganz genauso. Der Halo-Effekt, wenn jemand, den ich toll finde, gewisse Sachen erzählt, dann bringe ich dem einen gewissen Vertrauensvorschuss entgegen. Deswegen ist auch so ein Problem, ist, wenn jemand wie Javier Naidu so ein Zeug verbreitet, den Leute toll finden, weil er halt gut singt. Also für die Leute gut singt. Aber das sagt natürlich nichts darüber aus, dass das, was er da sagt, auch irgendwie belastbar ist. Und da hat natürlich auch so Bildungseffekte spielen natürlich auch eine Rolle. Also Leute, die einen ähnlichen Bildungsstand haben wie ich, werden mich auch stärker beeinflussen als Leute, wenn da irgendwie so ein Professor ankommt, der irgendwelches abstraktes Zeug redet und erzählt das jemandem, der irgendwie den Müll wegbringt, das fühlt er sich auch nicht angesprochen. Ja, gegen alle diese Effekte argumentiert man an, wenn man mit Verschwörungsgläubigen argumentiert. Insofern ist mein allererster Satz, wenn man mit jemandem argumentiert, der an Verschwörungen glaubt, darf man auf gar keinen Fall erwarten, dass man den überzeugen kann. Weil das ist eigentlich das Rezept dafür, dass man enttäuscht wird. Und der nächste Satz scheint dem zu widersprechen, man darf es trotzdem nicht unwidersprochen lassen. Weil, und jetzt kommt die Geschichte rein mit dem Vertrautheitsfehler, wenn das oft genug wiederholt wird und dann auch noch keiner widerspricht, dann wird es für viele zur Wahrheit. Für die Zuhörer auf der einen Seite, aber auch die Person selbst. Damit, dass sie sowas immer wieder unwidersprochen wiederholt, bestärkt sie sich selbst in diesem Glauben. Und nicht jeder, der sowas verbreitet, ist davon wirklich so hundertprozentig überzeugt. Die allermeisten Leute, die komisches Zeug glauben, haben irgendwie ein komisches Bauchgefühl dabei, weil die natürlich auch mit Sachen konfrontiert werden, wo sie sagen, ich sehe aber doch dieses Schiff hinterm Horizont versinken. Und irgendwie ist das mit der Perspektive schon komisch. Aber die wollen da nicht weiterfragen. Und wenn sie das aber immer wieder, das liegt alles an der Perspektive, und dass dann jeder ihnen das abkauft, dann bestärkt die das da drin. Insofern, man muss wenigstens einmal widersprochen haben, selbst wenn man es nicht wahnsinnig kompetent kann, aber einfach nur darauf verweisen, okay, das ist ein Verschwörungsglauben und da gibt es den Vortrag von diesem Hümmler, guck dir den mal an auf YouTube. Hat man ein bisschen was schon mal erreicht. Es hat dann keinen Sinn, sich in Detaildiskussionen verstricken zu lassen, weil jemand, selbst wenn es ein flache Erdegläubiger ist, jemand, der sich seit 5 Jahren die Hälfte seiner Freizeit mit der flachen Erde beschäftigt, kann einen zutexten mit irgendwelchem Zeug, was man noch nie gehört hat. Und da, man kann in diesen Detaildiskussionen nicht gewinnen, weil man einfach das Hintergrundwissen nicht haben kann. Der hat einfach viel mehr Zeit da rein investiert. Und dann gibt es ganz, ganz tolle Tricks aus der Psychologie und aus der Philosophie. Irgendwelche Sachen, so überzeugen sie jeden und so weiter. Verständnisvoll deeskalierend sein, ist so eine Sache, die man ganz häufig hört. Das kann helfen. Also gerade in der Familie ist es natürlich, man will sich auch nicht völlig mit jemandem zerstreiten. Und man will natürlich auch, wenn jemand irgendwann sich davon vielleicht doch löst, will man ja auch sagen können, hier, du gehörst trotzdem zu uns. Ja? Also eine gemeinsame Wertebasis zu finden, das kann helfen. Auf psychologische Effekte, also diese ganzen kognitiven Fehler, die ich gerade angesprochen habe, das zu erklären, dass das da ist und warum das da ist, das kann helfen. Wenn Leute schon angefangen haben nachzudenken, kann denen das sehr helfen. Wenn da jemand kein Interesse daran hat, dann wird er da gar nicht zuhören. Oder das nicht auf sich beziehen. Solche Fehler machen ja nur andere, nicht ich. Oder auch das Ganze auf die ethische Ebene zu ziehen. Nicht zu sagen, du leugnest wissenschaftliche Fakten, sondern das, was du da verbreitest, ist Nazi-Propaganda. Das kann helfen. Das kann aber auch dazu führen, dass die Person sagt, naja, vielleicht sind die Nazis gar nicht so dumm. Also das sind alles so zweischneidige Sachen. Es gibt kein Patentrezept. Das Einzige, was man wieder allgemein sagen kann, meines Erachtens, ist, wenn dann jemand an dem Punkt ist, wo er anfängt, ernsthafte Fragen zu stellen,
Man merkt das nicht immer, dass jemand schon am Zweifeln ist und dass jemand da eigentlich schon raus will aus diesem Glauben. Aber ich habe relativ viele von Leuten, die wirklich umgedacht haben, interviewt in den letzten anderthalb Jahren. Und die sagen alle, du kommst irgendwo an den Punkt, wo du auf einmal merkst, du hast ganz, ganz viele Fragen im Kopf, die du vorher nicht sehen wolltest. Und manche wurschteln dann für sich weiter, manche fangen auch an und suchen sich Leute, denen sie die Fragen stellen können. Die wollen sich aber immer noch nicht anmerken lassen, dass sie am Zweifeln sind. Aber wenn man in dem Moment so jemanden vor sich hat und man meint, man könnte so jemanden vor sich haben, dann lohnt es sich, die Informationen zu liefern, weil das sind eigentlich die Leute, die man dann wieder erreichen kann. Und das sind letztlich auch die ganz, ganz großen Erfolgsgeschichten, wenn jemand, der mal voll in diesem Verschwörungsglauben drin war, da irgendwann wieder rauskommt. Und da ist eben auch der Effekt, deswegen es halt auch wichtig ist, im Freundes- und Familienkreis den Kontakt dann nicht vollkommen abzubrechen. Also ich meine, klar, es gibt natürlich Leute, wenn im Freundeskreis, wenn die vollkommen abdrehen, irgendwann hat man keinen Bock mehr, ja. Ist auch nachvollziehbar. Aber dass die nicht vollkommen den Anschluss verlieren, dass die nicht irgendwann an den Punkt kommen, wenn sie da wieder raus wollen und merken, scheiße, alle meine Freunde sind Verschwörungsgläubige. Und sonst redet eh keiner mehr mit mir. Wenn ich jetzt anfange, da Fragen zu stellen, und die reagieren ja auf die Fragen sofort aggressiv, dann bin ich vollkommen, dann habe ich ja niemanden mehr. Das ist ein Punkt, wo man dann auch wieder produktiv was tun kann, als jemand, der da Gesprächspartner ist. Solange die da voll drin sind, ist es schwer, aber man muss trotzdem mal widersprochen haben. Und bei allen Diskussionen, man darf sich dann doch nicht wundern, man hat sich den Mund fusselig geredet, man hat alles erklärt, was man erklären kann. Und dann kriegt man sowas geschickt. Es ist einfach so. Ja, in dem Sinne, zum Weiterlesen ist ein ganzes Kapitel über flache Erde in meinem Verschwörungsmythenbuch drin. In meinem anderen Buch geht es ein bisschen um Physik und irgendwann im Laufe des kommenden Jahres kommt dann noch ein ausführliches Buch zu dem Thema, wie man mit solchen Leuten diskutiert, zusammen mit der Psychologin Ulrike Schieser. Soweit. Dankeschön, ich trinke jetzt erstmal was und beantworte gerne noch Fragen.